Ich brauche hier einen Stromstoß. Lass ich mal so. Ich sehe doch, dass der da hinten ist. Ich habe vorhin eins gehittet. Okay, jetzt muss ich rausfinden, wie ich das hinkriege, damit das Ding offen bleibt. Mal gucken, das sehe ich wenigstens was. Wozu ist das gut? Hä? Moment mal. Hä? Muss ich das verstehen? Also es tut mir jedenfalls sehr weh, wenn ich da reinbrenne. Vielleicht war's das. Wobei ich glaub's nicht. Aber ich habe eine Idee. Wieso kann ich das hier verlangsamen? Seid ihr verletzt, General? Alles gut, Commander. Wo ist Marcel? Wo ist mein Padawan? Meine Männer durchsuchen das Wrack. Wir finden ihn. Ich empfange gerade eine Nachricht, wahrscheinlich vom Trupp. Oh, Moment. Sie ist vom obersten Kanzler. Muss ich das verstehen? Das ergibt für mich irgendwie alles keinen wirklichen Sinn. Ach so, damit ich da hinten wieder drauf komme, ja, dann ist logisch.
So. Also, die Abkürzung hier habe ich ja freigeschaltet. Dann machen wir jetzt endlich mal das, wofür ich eigentlich hier bin. So, jetzt kann ich das Ding bedienen. Hast du noch Strom über, BD? Hä? Okay, hier kann das auch. Ah, da bin ich... Das macht irgendwie gar keinen Sinn, ich kann doch da gar nicht entlang. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Egal. So, kurz Map. Gib nur einen Weg. Oh Mann. Das arme Schiff. So eins hätte ich gern. Wir kommen der Sache näher. Ich hab's schon vorhin gespürt. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Ja, wahrscheinlich ist da unten irgendwie so ein Bossgegner oder so. BD, ich bräuchte hier etwas Strom. Ja, ich hoffe, das reicht. Ich nehme einfach mal an, dass ich es dann da oben brauchen werde. Wirklich großartig, BD. Ja, geil, wenn das beide machen, ist das natürlich scheißegal für, aber. Ah!
Ziehe weit aus. Wehrlos. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Hilf mir, BD! Bereit für eine Seilrutsche? Okay. Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Es muss ein Weg zum Grab sein. Okay, das ist natürlich geil. Dann habe ich da vielleicht eine Idee. Da ich ja hier nirgendwo hin kann, gleich mal hier runter gucken. Da unten komme ich sicher noch hin. Da bin ich mir ganz sicher. Hey, BD, gehen wir! So, die zwei Robos sind da zwar wieder unten, aber ist egal. So. Okay, es gibt nur den einen Weg. Ist das hier? Ich hoffe jetzt nicht. Ach so, das ist der Rückweg. Hier rüber, BD. Nee, da geht's nicht durch. Hey,
Okay, hier kann ich das Ding deaktivieren. Ach so, da hinten ist die Abkürzung. Die muss ich mir kurz freischalten. Wirklich großartig, BD. Auf einmal. Feind! Du bist zu schnell! So. Okay, hier geht's weiter und sonst haben wir nichts mehr da. Da oben. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Okay. Oh. Hallo. Da hinten geht's nicht lang, aber hier. Oh. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Okay, da habe ich nichts vergessen. Gut. Also gut, dann wollen wir mal schauen, wo es weitergeht. Hier haben wir eine Tür und da haben wir einen Weg. Die Tür wird sich nicht öffnen.
Ja, das ist der einzige Weg. Cal Kestis. Wie berechenbar. Oh ja, ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Bossfight. Du blutest wie alle anderen. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Aua. Na schön, den nächsten entgehst du nicht. Du wirst mich nicht besiegen. Los, schneller! Träge. Immer scheiterst du. Ich kann ihr mir auch nicht mehr verlangsamen. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen?
Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jaro T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert, ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler? Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Oh.